Guten Abend, ich bin Kip Darling und Sie sehen eine Berichterstattung über die Suche nach einem Superschurken. Herr Satellit, sprechen wir nun mit Ratchet und Clank, den Helden, die Dr. Nefarious vor 2 Jahren bezwungen haben. Ratchet, Clank, schön, dass ihr hier seid. Schön, hier zu sein, Kip. Zuerst war er tot. Dann war sein Status unbekannt. Jetzt ist Dr. Nefarious angeblich lebendig und auf freiem Fuß. Werden Ratchet und Clank bei der Suche helfen? Clank und ich haben darüber gesprochen und wir haben uns entschieden, dass wir unser altes Leben wiederhaben wollen. Schiffe reparieren, bis spät nachts Holospiele zocken. Den Heldenkram überlassen wir den anderen. Zum Beispiel Galaxiepräsident Quark. Ja, oder sonst jemanden. Ratchet. Was? Ich habe den Kerl nicht gewählt. Ich glaube, was Ratchet sagen will, ist, dass wir vollstes Vertrauen in Präsident Quarks Fähigkeiten haben. Und ich bin sicher, dass er nicht ruhen wird, bis Nefarious gefasst ist. Schön gesagt. Schalten wir doch zu Präsident Quark im Präsidentschaftsanwesen in Meridian City. Präsident Quark? Präsident Quark? Ich habe ihn nur ein Memo diktiert. Oh. Guten Morgen, Bürger. Ich war gerade am analysieren. Ah ja, die Zahlen sehen optimal aus. Sehr vielversprechend. Sir, das ist eine Cornflakes-Schachtel. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Steuerzahler? Die Polaris-Verteidigungstruppe sagt, Lawrence hätte Dr. Nefarious vor der Zerstörung seiner Raumstation wegteleportiert. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um ihn zu finden? Extreme Maßnahmen, Kip. Jeden Morgen wache ich auf, sehe mich um, frage jeden, den ich treffe, aber keine Spur von ihm. Hey, Seth, Dr. Nefarious gesehen? Nö, sehen Sie? Der Typ ist ein Phantom. Haben Sie eine Botschaft für die Bürger, die einen erneuten Angriff von Dr. Nefarious fürchten? Selbstverständlich. Es besteht keinerlei Gefahr. Alles ist unter Kontrolle. Entspannt euch, lehnt euch zurück und verlasst euch auf mich und Vizepräsident Scrunch. Vielen Dank, Präsident Quark. Und jetzt 10 Millionen Gründe, warum Lufferschwämme tödlich sind. Gleich nach der Pause. Und so nehme ich bescheiden diese Auszeichnung für die Unterwerfung des gemeinen, lichtverzehrenden Sekunden unter Einsatz meines Lebens an. Wie klingt das? Quark, ein Preis für etwas anzunehmen, das du gar nicht getan hast. Ist das nicht ein kleines bisschen scheinheilig? Kommt drauf an. Heißt scheinheilig nicht beeindruckend? Heldenhaft? Ehrfurchtgebietend? Ach, egal was es heißt. Wir sprechen hier von einem lichtverzehrenden Sekunden. Und das ist gut für mein Beliebtheitsbarometer. Ich habe noch nie von einem intergalaktischen Gerechtigkeitspreis gehört. Wer hat dich eingeladen, sagtest du? Keine Ahnung. Der Typ klang sogar hemmnisvoll am Telefon. Aber ich bin sicher, dass alles seine Richtigkeit hat. Seht ihn euch an. Friedlich schlummernd im kuscheligen Kälteschlaf. Ich weiß nicht so recht. Wir benachrichtigen lieber Kronk und Zephyr. Oh, Ratchet. So jung, so unvertraut mit den Vorzügen des Heldentums. Keine Sorge, wenn du mal Held wirst, verstehst du es. Scheinwerfer? Ja, hallo, Herr Präsident. Wie schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Dr. Nefarious, dachte mir schon, dass du wieder auftauchst. Ist das deine neue Raumstation? Nur kleiner ausgefallen als die letzte. Oh, bist du witzig. Mal sehen, welche Witze du im Verdauungssystem eines Sekunden reißt. Ah! Oh, prima. Ich darf etwas reanimieren. Ich glaube, es wird Zeit für mich zu kündigen.
für die Wissenschaft. Mhm. Echt toll, Quark. Jemand, den du nicht kennst, will dir einen Preis verleihen, den du nicht verdienst? Und du glaubst das? Zur Information. Viereck ist heil. Was? Heil? Hauen. Ja. Prügeln. Achso, das habe ich ja schon rausgefunden. Warte mal auf mich. Die anderen Tasten? Ah, was sind das so auf dem Dreieck? Da. Ist das irgendwie so ein... Das ist so ein Lasso, ja. Cool. Gott, wo bin ich denn schon wieder? Ich sehe mich schon wieder nicht. Wartet auf mich. Ich habe wieder den kleinsten gekriegt, damit ich wieder gar nichts sehe. Ich habe doch immer so Probleme, die Übersicht zu behalten. Deswegen habe ich ihn das letzte Mal auch nicht genommen, weil ich mir gedacht, das ist der kleinste, den sehe ich wahrscheinlich der überhaupt nicht. Der größte hat den kleinsten. Ja, Wahnsinn. Wir finden die Boat. Ach, ich schaue auf den falschen. Holz wird nicht geteilt. Also wer zuerst da ist, mal zuerst. Achso. Du musst jetzt loslassen und... Oh, fuck. Oh, jetzt kann ich nicht loslassen, solange ihr mir dran hängt. Nee, es ist immer, Der Hund ist drin. Was ist das dann? First in, last out. Der Lombax. Ja, um was geht's jetzt? Was müssen wir hier machen? Einfach nur immer Kisten kaputt machen oder gibt's auch was anderes? Kisten gibt's Bolts für. Gegner werden auch noch auftauchen, aber noch haben wir keine Waffen. Aber hierher. Und wofür brauche ich diese Splitter oder was auch immer das sind? Zum Einkaufen. Das ist schon immer so gewesen. Ja gut, es kann ja sein, dass da mal was bahnbrechend Neues gibt oder so in diesem Genre. Kann ja die Hoffnung immer noch irgendwie. Ja? Ihr habt jetzt diesen Stampfsprung gemacht? X und Viereck. X und dann Viereck. X ist springen und dann halt. Uah. Achtung, die explodieren. Du hast einen Doppelsprung. Ah, sagt man das doch früher. Im Zweifelsfall Dreieck drücken. Oder? Dann hast du. Dreieck. Das läuft halt nicht so schnell los. Hübsch. Wo bin ich eigentlich dran? Du kannst der mit dem blauen L2 drücken, dann macht er so einen Ping. Dann, genau. Das hilft auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Das ist eher so, glaube ich, für den Multiplayer, wenn du online spielst ohne Headset, dann kannst du sagen, ey, hier. Und R2 und 4 ist so Ping schmeißen deine Waffe, deine. Du greifst Melee-Waffe. Achtung. Ah ja. Ding dong. Ding dong. Aber gerade noch. Hier warst du. Die Gesundheit. Die Gesundheit. An sich. Oh. Hey, ich will auch was. Der Lombax. Schnappt sich schon alles so viel. Bing. Lombax trifft nicht. Lombax hat sich einfach mal Zeit gelassen. Oh, können wir doch springen. Können wir das. Ah, wir können das lenken, oder was? Ja. Ja! Ah ja.
Darf ich nicht drauf, ich bin der Schwerste, sonst gehen sie kaputt. Fünfte Element, wer, oder? Wer macht einen Madden? Wer ist hier betrunken? Oh mein Gott, er ist noch von mir. Zwei. Waffen wären gut. Als dein Anwalt rate ich dir, solltest dich bewaffnen. Ich bin Erster. Wo folgt ihr denn da? Lenin, ja, das haben wir schon rausgefunden. Oh Gott. Das ist ja wie Sonne hier. Nein, zu langsam. Deswegen ist man zu viert unterwegs. Ja, wenn ihr euch schon wieder wie die Aasgeier auf die Bolts stürzt. Ja, nun, ich bin immer wegen produktiv. Kapitalismus regiert die Welt. Ja, auch im Videospiel. Gerade im Videospiel. Ja, 99%. Occupy Bolt Street. Jetzt vielleicht? Wo komme ich jetzt wieder raus? Das schaut gut aus. Wo komme ich mit? Gibt das irgendwie Strafe, wenn man da irgendwo runterfällt? Ich glaube schon. Ein bisschen Bolt. Wahnsinn. Oh, Brenner! Grandiose Ausbeute bei mir. Brenner Autobahn. Brenner. Achso, kaufen, ja. Kaufen. Sicher. X. In Kürze, ja, raus. Raus, Dreieck. Also. Wie hieß die Waffe von den Teilen vorher? Die ist doch irgendwie anders, ne? Nö, ich glaube, der hieß schon auch Brenner. Ich glaube, Brenner. Ist der nicht Bolt? Nee, Bolt oder anders. Ja, wie funktioniert das? R1. Moment, das andere R. Das andere R. R wie links. Ja. Ja, schießen wir aus dem Fernseher raus. Wenn wir es jetzt in 3D spielen würden. Bonus, Alter. Missionsziel. Schließe das Zulassungsprogramm. Freundschaft durch Feuerkraft. Gut gemacht. Munitionssound. So kämpft sich gleich viel besser. Was ist jetzt? Munition für alle, sehr schön. Hey, war da nichts mehr? Ich schaue auf den Falschen. Du bist der Kleine. Ja, deswegen schaue ich immer auf den Falschen. Echt den Kleinen mit C. Er hat auch irgendwie noch dieselbe Farbe wie die meisten Untergründe. Pfadfinder-Robo, okay. Ja, erinnert mich irgendwie bisschen so ein bisschen an Spybots auf der Wii. Das ist genauso abwechslungsreich und spannend. Macht Sinn, was passiert? Sonnen?
Ping-Pong. Alle stürzen sich drauf. Sehr schön. Ey, gehst du mal im Arsch weg? Du könntest mal Gesundheit brauchen. Oh, ich auch. Hört auf. Hey, grün, wir waren das. Sonnes. Lala. Hey, ich bin der Präsident, ich darf das. Oh, Munition. Präsident des Universums. Der Galaxis, bitteschön. Achso, scheiße, die ist klein. Moment. Ja, ich finde mich voll in meiner Rolle. Quark ist schließlich auch nicht gerade der hellste. Bist du tot? Nein. Der Na? Scheiße, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot, ja. Ja, er kommt ja gleich wieder. Mhm. Wollt ihr auch noch Munition aufladen? Munition. Hab ich schon. Ich hab schon. Half. Haben wir jetzt Bolt verloren durchs Sterben? Oder? Ja, ein bisschen. Bisschen. Irgendwie. Ich weiß. Klick's noch nicht. Wow. Hey, hey. Sind Kisten, Bolt. Ja, aber da sind Gegner. Wurscht. Super, jetzt war ich einmal da und jetzt klaut mir wieder jemand. Immer auf den Kleinen. Echt. Mann, na. Versuchst du die Kamera zu drehen mal? Ja. Verdammt, er hat mich erwischt. Ja, das ist schon irgendwie so drin in meinem Daumen. Oh ja, Munition ist gut. Ich bin schon wieder. Du bist schon wieder der Lilane. Ne, der rot leuchtende bin ich schon. Achso. Na, ich treff die Kiste, ne? Hier vorne war noch Muni. Ja, da auch. Ja. Ach, scheiße, ich aufgefüllt. Hinten ist auch nochmal Munition stellen. Cooles Vernichtungszeug. Ah, komm, das dauert jetzt ewig. Das war gleich hier. Ja, aber. Wir haben noch keine Zeit. Lombax. Rechts. Yeah. Ist versteckt. Ich komm nicht hin. Mach mal ein Dreieck, Manu. Nein, komm mit uns zurück. Heißt schon Kapitalismus. Ja, da hinten waren Kisten. Nur für mich alleine. Deswegen wollte ich dann nur für mich alleine. Ja, ich muss auch meine Rolle auch spielen, ne? Ah. Herr Doktor. Jetzt sind's meine Kisten. Nefarius. Zerstörer. Du musst draufbleiben. Verschlinger von Galaxien. Auf dem Dreieck. Du bist runtergefallen, falls dir ja, das. Ich hab da nochmal gedrückt, also geh nochmal drauf. Wieso draufbleiben? Der letzte muss draufbleiben. Also zumindest bis das Ding losfliegt, glaube ich. Achso, okay. Jetzt halte ich auch nicht mehr, ne? Ich mach nicht los. Ja gut, der scheint's bestimmt gleich wieder. Ich hab nur gesehen, dass ich der letzte war. Boss.